Jo Leute, was geht? Wir sind bei einem Bronze-Video und ich mache es dieses Mal live. Eine Sache im Voraus. Es haben mich welche gefragt, warum ich Namen verdecke in dem letzten Video. Ganz einfach, wie ich es in dem 27% Winrate Live-Coaching-Video da bereits gesagt habe, haben Zuschauer diese Leute geedit und die beleidigt und so weiter, uncool. Deswegen hattet ihr auch dort dauerhaft den Balken. Ich wollte nicht extra nachgucken, wann immer so ein Pop-Up kommt, weil ich wollte es einfach nicht verkacken, ja. Ich wollte nicht verkacken, dass man irgendwo einen Namen sieht. Einige meinten so, Silvi, vielleicht bist du das doch gar nicht und so weiter. Deswegen mache ich das jetzt anders. Ich habe ja gesagt, ich mache ein Game auf jeder Rolle. Die Champions, die ich aussuche, sind die besten Champions für Bronze-Elo auf der Position. Ja, sie müssen aber eine Mindest-Pickrate von 5% haben. Ich habe auf diesem Account offensichtlich nicht alle Champions drauf. Da kann es sein, dass ich das nicht immer machen kann. So, vielleicht picke ich auch mal einen Champion, der hat nur 3% Winrate oder so. Aber er ist halt Winrate-technisch sehr gut dabei. Und den Start machen wir in der Mitte. Wir werden Fizz spielen. Und wir werden hier so ein bisschen verschiedene Approaches haben. Leute, es kann immer mal passieren, dass man hier vielleicht doch irgendwie einen Namen sieht. Tut mir echt bitte den Gefallen, macht keine Hurensohn-Aktion. Ja, ich werde das Video auch so gut es geht nochmal abchecken, um nachzugucken, damit sowas nicht passiert. Lol, es ist Timo Mitte, okay. Hat er Q geskillt? Ab 6 ist er eh tot. Muss mal nachgucken, was er geskillt hat. Okay, er hat Q geskillt. Denn ich kriege gerade, ich höre das Gift nicht raus. Das heißt, er interessiert mich nicht so sehr. Alter, ich fall immer auf Nico rein, Mann! Fuck, dafür hasse ich mich gerade. Ja, wir spielen erstmal sehr passiv, ne? Wir müssen nicht sehr viel machen. Wenn sie nochmal eine Kuh auf mich werfen sollte, dann ehen wir sie einfach. Sie hat Nautilus im Jungle. Ich würde ja im Normalfall sagen, Nautilus gankt nicht vor Level 3. Ich glaube, auf dieser Elo sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ups. Ja, wir entspannen erstmal ein klein wenig. So, jetzt die Frage, Leute. Wollt ihr haben, also wir machen das hier mal so als sie hat Face Rush, okay. Wir machen das hier jetzt mal so als Filler-Folge. Wollt ihr haben, dass ich in diesen Games versuche, hart zu carryen? Oder soll ich mal einfach nur spielen? Ja, ich werde jetzt einfach erstmal nur so, also ich bin mir ziemlich sicher, ich kann ja vor Level 6 noch mindestens einmal umbringen. Aber ich würde mal sagen, wir spielen das einfach mal so ein bisschen aus, oder? Ne, für das Mining gehe ich nicht hin, das lohnt sich nicht. Yo, Bro. Jetzt hat sie aber getrollt. Sie kann es sich nicht erlauben, sofort zu kommen. Wenn ich das jetzt noch einmal mache, ist sie tot. Was hat sie dabei? Sie hat irgendeiner dabei. Ey, yo. Ah! Oh. Leute, Minions verkacke ich Elo unabhängig. Ah, cool, mein Tron ist sogar bei mir. Huh? Warum geht sie nicht weg? Ey, oh Bruder, du musst mal ganz dringend los. Jetzt geht's in die Base, oder? Ja, jetzt geht's in die Base. Oh, die hat aber nicht ganz gut CS, ne? Das müssen wir lassen. Wir könnten jetzt eigentlich darüber nachdenken, ob wir die Wave nicht neutral halten oder ob wir sie nicht gegenpushen. Ah, den Mini kriege ich hier nicht. Aber wir lassen sie erstmal so chillen. Wir können hier mal einen Bounce erzeugen, actually. So, denn diese Minion-Wave ist näher dran. Ah, Leute, passt auf, ich werde nur Basics benutzen, okay? Lass es mal, ich glaube, so ist das besser. Fuck, Alter, ich weiß nicht, wie ich das Ding jetzt machen möchte. Ich habe in diesem einen Hackerim-Game, was ich gemacht habe, habe ich legit nur die Basics einer Lane benutzt. Beziehungsweise eher in diesem Fall einer Position. Sie will mich gehen, so wie sie da stehen bleibt. Hä? Oder greift er einfach nur an? Okay. Leute, der Basic einer Assassin ist erstens, du holst sie Level 6. Das ist immer der Basic. Ja, das ist auch ein bisschen Range gegen Midi. Sie war auch schon vor mir in der Base. Das heißt, wir möchten sie nicht unbedingt fighten. Denn, das könnte ein bisschen wehtun. Im Normalfall spielt man auch Fizz mit Teleport. Ich entscheide mich jetzt hier einfach fürs Ignite. Ich habe nachgesehen, das macht jeder auf Low Elo. Deswegen schließe ich mich da einfach an. Weil das Ding ist, gerade mit solchen Champions wie zum Beispiel Echo oder wie mit Fizz, ist die Early Laning Phase immer meistens sehr Cancer. Ja, sagen wir es mal so. So, wenn ich jetzt aber auch einmal in die Base komme, ne, ich kann mir einen Revolver kaufen. Was sehr cool ist. Was macht sie? Krass. Das war mal sowas von random. Okay, wir gehen jetzt einfach weg.
Ich töte sie dann gleich einfach. Es wird mich jetzt ein bisschen CS kosten wahrscheinlich. Kriegt ihr schnell genug rein? Oh ne, wohl nicht. Oder doch? Das ist mir auch egal. So, wir haben unseren Revolver. Wir haben ein Kontrollauge. Ich glaube, Kontrollauge kauft sich hier keiner. Egal, wir machen es einfach mal. So, Leute, passt auf. Ich bringe euch jetzt, wenn ihr Midlane spielt, ihr müsst nicht mal Assassin spielen. LOL, der Mundo smurft. So, ich bringe euch jetzt den leichtesten Trick bei, um gegen solche Champions zu gewinnen. Ihr wartet da drauf, bis die Neko stehen bleibt, bis sie mich angreift. Also, ich bin jetzt noch nicht Level 6, ne? Erst wenn ich Level 6 bin. Weil erst, oder bis sie für ein Last Hit vorkommt. Und erst dann... What the fuck? Ich hätte ihr sogar eben zugetraut, dass das die echte ist. Leute, ich bin nicht mal ein Fischspieler, okay? Ja, und jetzt verkacke ich es, weil es ein Skillshot ist. Nein. Ey, sie hat einen guten Recall, das muss ich hier lassen. Wenn sie jetzt gerecallt, also ihre CS ist scheiße, aber ihr Recall-Timing gerade ist echt gut. Okay. Ah, so wie hier zum Beispiel. Lass mal eben nicht die Wave reinpushen. Ich kann auch Roam gehen, das bietet sich auch sehr gut an, dass wir einfach die Wave reinpushen. Ja, deren Botlane sieht sehr easy zum Tod-Roam aus. Komm, lass es mal machen. Ja, das macht die gut, aber also das muss ich ihr so lassen. Das macht die gut. So, Leute, wir machen jetzt Katarina-Style, okay? Wir pushen raus und wir gehen Roam. Hier immer von hinten kommen, Leute. Ohne Witz. Weil die... Hier ist wahrscheinlich eine Ward und die wird mich erst jetzt sehr spät sehen. Ja, die sind tot. Die haben sehr weit rausgepusht. Ne, Mann, die sind Smurfs. Lol. Ich glaube, er kommt eh nicht mehr ran. Ne. Aber ist okay. Wir verlieren hier echt nicht sehr viel für. Leute, Skillshots liegen mir, glaube ich, nicht so. Okay, Leute, jetzt hat sich Träne geholt. Wow, ich hätte hinten die Pflanze nehmen sollen. Alter, kostet mich meine Combo so viel Mana. Krass, wie kann man Fisch spielen? Okay, komm, wir fighten sie nicht, Leute. Wir machen das wie ein Low Elo. Wir nehmen das mit, was wir kriegen. Warten jetzt einfach nur auf unsere Ulti. Und dann machen wir das. Hä? Nicht mit mir, Fräulein. Ich weiß doch genau, wer du bist. Kommt, Leute. Basic Regeln. Auf Cooldowns warten und den Gegner holen. Mehr ist Assassin sein gar nicht. Du spielst safe, bis du Level 6 bist. Also im Normalfall. Und dann bist du Level 6 und dann ist fucking GG. Warte mal, wir könnten sie auch schon mal vorher runterpoken. Es geht natürlich auch. Aber ich bin mir ziemlich confident, dass ich sie in dem All-In töte. Oh, ich würde eigentlich jetzt echt gerne raufgehen. Egal, mein Jungler ist da. Jetzt muss ich draufgehen. Ja. Jungle? Willst du den Start machen? Ah, wir lassen Jungle den Start machen. Okay, sie hat eine Ward. Er dachte, das ist die echte. Ey, warte mal, ich will das Ding nicht werfen. Ich weiß nicht, wie sie sich verhält, weil er Dingens hier ist. Okay, pass auf. Sie will dieses Minion... Ne, warte mal. Wenn sie für das nächste Minion gleich vorkommt. Wir chillen hier hinten. Ne, wir bleiben auch noch mal ein bisschen mal da hinten stehen. Dass sie ein Gefühl der Sicherheit bekommt. Ey, warte, sie will meine Ward. Ey, yo, Bro. Okay, wir haben hier Flash. Nehme ich auch an. Fightet er? Nö. Okay, Leute, also soweit hält sich mein Team noch ganz gut, oder? Ich muss nicht mal versuchen zu carryen. Soweit muss ich nur nicht schlecht spielen. Das reicht schon aus. Wie sieht denn der Status aus? Mal sehen, meine Toplane hat kein Farm, aber der Timo auch nicht. Digga, der hat nicht mal Mobility. What? Ach ja, stimmt, Nautilus ist ja deren Jungler gewesen, ne? Ich dachte gerade noch so, hä? Warum versucht deren Support unseren Channel daraus zu bullien? Okay. Botlane sind wir ein bisschen behind. Aber sonst? Chillig, oder?
Ich sehe jetzt hier noch nicht solche Probleme auf der Elo. Kann, ich höre es oder so immer. Silphi, du bist lucky. Silphi ist nur ein Game. Digga, mein Mono greift die Minions an. Alter, Kopfnuss. Alter, der ist am Smurfen. Dieser Mundo, Leute, der ist einfach am Smurfen. Okay, komm, Leute, wir machen wieder dasselbe. Wir pushen raus. Bam. Holen eine Pink Ward, stellen sie an die Seite hin und moven jetzt wieder zu einer anderen Lane. Roam für Dumme. Wir kommen aber lieber von hinten. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ah, ich glaube, die Minions werden mich sehen. Aber ich glaube, die haben eh keine Map-Awareness, oder? Oh, nice. Die trappen mich sogar. Krieg ich den noch? Ah, auf die eine oder andere Art und Weise. Digga, mein Team gibt mir... What? Die geben mir Follow-up? Okay, die haben hier irgendwo noch eine Ward. Oh, der Ding ist tot. Digga, der Trundle macht die Drachen. Alter, er bleibt stehen. Hallo, er tötet sie. Moment, der Drache tötet sie? Oh, shit. Digga, Leute, sag mal, was beschwert dich über diese Elo? Hier ist ja jeder ein Smurf. Digga, hier ist ja jeder ein Smurf. Okay, okay. Lol. Okay. Also, lass mal nachschauen. Sieht doch alles supi aus, oder nicht? Mein Thresh hat fucking 4 Kills. Ja, moin. Ja, moin. Kommt hier nicht gerade jemand den River hoch? Ich glaube, er wirklich versucht mich zu vieren, oder? Ne, den chase ich. Ich habe gleich Ulti. Okay, er hat es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber... Okay. Also ich wusste nicht, dass ich hier die Ehre habe, mit Faker höchstpersönlich zu spielen. Digga, mein Trundle weiß sogar, dass er Lane... Oh. Okay. Keine Ahnung, was die alle labern. Was für, die sind alle scheiße. Oh, lol. Einer wurde geexecutet. Okay. Okay. You are all Smurfs. So. Holen wir uns ein Lichibane. Nein, oder? Hol ich mir. Warte mal, ich hole mir Maschinen und dann lasse ich das so stehen. Okay, so Leute, wir sind Assassin. Wir gehen auf die Side. Ganz einfach, was ihr als Assassin macht, wenn ihr in so einem Moment seid. Gerade wenn ihr Angst habt, dass euer Team viel fightet. Wir pushen die Lane bis zum gegnerischen T1 Tower raus. Und danach moven wir in die Mitte. Wir moven einfach chillig in die Mitte. Digga, krass. Okay, die haben aber keine Ahnung von Itemization. Der Jonah hat noch nicht mal Schuhe. Der Mundo. Er ist Mundo. Das zählt nicht. So. Wir haben die Wave rausgepusht. Jetzt moven wir in die Mitte hin. Um meiner Smurf MF zu helfen. Jetzt sehe ich, ey yo, da ist der Fiddle for free. Und die MF ist ja eh gerade noch fein. Wir warten kurz. Na, jetzt ulten wir ihn. Ey yo! Er tötet mich. Scheiße, er hat mich auf Blink. Warum hat er hier dabei? Okay. Okay, darauf war ich echt nicht vorbereitet, dass der Fiddle mit fucking Heal spielt. Okay, so warte mal, wir können noch mal noch eine rauscrashen. In der Mitte. Okay.
Und nach dieser Wave ist ja auch Ende. Denn wir haben selbst nicht mehr viel, um hier bleiben zu können. Digga, die holen doch Alter, die holen doch sogar selbst die Objectives ab, Mann. Leute, ich verstehe das. Also, es sind nur zwei Games. Es sind bis jetzt nur zwei Games. Meine Bronze-Erfahrung bis jetzt ist wirklich sehr gut, ne? Die Leute sind eigentlich recht chillig. Die Leute gehen auf Action für Objectives. Das war gerade die schlechteste Pillar, die ich je gesehen habe. Wir müssen Botlane gerade nicht sein, weil es dauert hier eh noch, bis die Wave kommt. Und hier ist ein Fight. Deswegen moven wir mittig. Denn von der Mitte aus können wir uns immer noch entscheiden, gehe ich nach oben hin, gehe ich nach unten hin oder bleibe ich Action in der Mitte, um halt noch zu fighten. Ne, ihr seht, die Wave hier unten braucht immer noch. Alter, dieser Fiddle. Digga, die smurfen doch alle! Und, guck mal, Leute, das war so hart, das Smurf, dass die Internetleitung vom Thresh das nicht halten konnte. Alter, das war eine gut gesetzte Ulti von der MF. Und sie hat nur 64 CS. Okay. Okay, wir drücken das raus, move dann wieder in die Mitte. Alle Gegner sind Miss. Ich glaube, hier war noch eine Ward drin, aber ist egal. Und Leute, keiner kann mir sagen, dass ich hier mechanisch irgendwas Sickes mache. Ich spiele fucking Fizz. Ah, Neko war da. Denkt ihr, dasselbe funktioniert nochmal? Safe Call kommen die gleich her. Lol, und sie ist die erste, die da reinspringt. Lol. Lol. Moment mal. Warum ist hier gerade ein ganzer Teamfight ausgebrochen? Okay. Sind das überhaupt richtige Items, die ich dabei habe? Bauen das die Fischspieler auf dieser Elo? Ne, die gehen Lichmane danach straight up. Upsi. Na egal. Können wir immer noch. Warte mal, ich kann doch immer noch Lichmane bauen, oder nicht? Ja, ja, normal. Okay. Okay, Leute, so jetzt passt mal auf. Ich warte jetzt bis Minute 20 einfach noch. Und ab Minute 20 machen wir Hardcarry-Aktion. Und jetzt holen die sich Hourglass. So, soweit. Ich fahre ein bisschen Minions. Ich mache sehr Basic-Rotation, dies, das. Can I have blue? Warte, muss ich auf diese Elo überhaupt fragen? Er wird oder so ja sagen. Ey, diese Scheiße, Alter, der ist 815. Fuck, Alter, der farmt sogar, actually. Der könnte echt Meister Proper sein Sohn sein. Ich habe kein Nein im Chat gesehen. Also war es ein Ja. Digga, was will dieser Nautilus? Oh, wir sind noch Minute 19. Okay. Aber ich glaube, das hätte jeder Fizz gemacht, oder? 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 Ich weiß nicht, ab wann ich... Okay, ich farme schon. Ich mache mir Gedanken darüber, wo meine Wave ist. Also so Bronze, die kann ich nun auch nicht sein. Ich finde es in der Lane immer sehr unangenehm. Ich sehe da irgendwelche Punishes... Und ich gehe einfach nicht dafür. So. Da muss ich mich manchmal echt zurückhalten. Alter Bruder, mach das nicht. Alter Bruder, mach das nicht. Alter Bruder, mach das nicht! Also er sagt genau dann zu sich, nachdem sein Tower weg ist, Alter, lass mal den Fizz fighten.
Ich hätte in diesem Game gar nichts machen müssen. Okay, Leute. So. Lol. Lol. Okay. Okay. Digga, die MF macht echt gute Ultis. Die MF macht echt gute Ultis. Upsi, eine Tower tut mir actually weh. Fiddle? Okay. Na, ich habe leider nichts ready, um jetzt selbst zu fighten. Okay. Soll Trundle ist noch unten. Will hier niemand. Ah, oh doch, warte, die Minis tanken das. Haha. Ah, cool. Wenigstens ist es noch bekommen. Ja, lass mal auf Minions warten und dann Tower pullen. Kennt das Game ja. Oh, lol, GG. Leute, Regeln, alles, dies, das, schreibt's in die Kommentare. Ich check es ab und versuch's dann in den nächsten Games besser zu machen. Aber yo, ich bin auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.